Lektion 4. Prädikate. Absatz 4.1. Prädikate. Mit Ausnahme von Partikeln, repräsentieren alle anderen Vokabeln im Nahuatl morphosyntaktische Konstruktionen, die bezeichnet werden als Prädikate. Im Gegensatz zu morphologischen Wörtern im Englischen sind Prädikate syntaktisch vollständige Einheiten, die obligatorisch, zwingend, ein Subjekt und ein Prädikat enthalten. Englisch sprechende Menschen haben den überwältigenden Drang, Prädikate als Worte zu betrachten. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens. Englisch hat nichts, das so ist wie Prädikate. Zweitens. Obwohl syntaktische Konstruktionen mit morphologischen Mitteln gebildet werden. Das heißt, sie bestehen aus einem Wortstamm und aus Flexion-Affixen, die in einer starren Struktur angeordnet sind. Drittens. Sie werden normalerweise als Wörter ins Englische übersetzt. Die Besonderheit der morphosyntaktischen Elemente, die hier Prädikate genannt werden, ist nicht unbemerkt geblieben. Diese sind nicht exklusiv, einzigartig für das Nahuatl, da sie in vielen anderen indianischen Sprachen vorkommen. Sie wurden oft bezeichnet als Satzwörter, das heißt, als Wörter, die als komplette syntaktische Einheit verwendet werden. Aber dieser Begriff hat den bedauerlichen Nachteil, sehr unenglischen Wesen eine englische Perspektive aufzuzwingen und diese eher als Wörter und nicht als Satzteile zu betrachten. Eine genauere Terminologie, Fachbegriffe als Satzwörter wäre Wortsätze oder Wortsatzteile. Aber auch diese Begriffe vermitteln nicht den wesentlichen Charakter von Prädikaten. Während die wesenbezogenen Funktionen Subjekt, Objekt, Besitzer zwar obligatorisch, zwingend, alle für einen vollständigen Satzteil notwendigen Funktionen enthalten, werden diese jedoch nur durch Personalpronomen ausgedrückt, die immer Affixbestandteile sind. Das heißt, die Satzteile beschränken sich auf einen grundlegenden, atomaren Ausdruck dieser Funktionen. Um auf diese Besonderheit aufmerksam zu machen, wurde hier der Begriff Prädikat gewählt. Ein Prädikat kann dienen als erstens ganz einfacher Satz, zweitens Hauptsatz oder Nebensatz in einem komplexen Satz, drittens ein zusammenhängender Satzteil in einem zusammengesetzten Satz. Absatz 4.2. Arten von Prädikaten. Es gibt zwei Arten von Prädikaten. Erstens verbale Prädikate und zweitens nominale Prädikate. Diese entsprechen jeweils englischen Satzteilen, die entweder erstens ein intransitives oder transitives Verbwort enthalten, als Prädiktor eine Verbalphrase, die zusammen mit Subjekt, Objekt und Zusatz als Bestandteil der Satzstruktur betrachtet wird. Zum Beispiel: Sie lächelte. Er schlug mich. Oder zweitens, die ein sinnverwandtes Verbwort enthalten, gefolgt von einem Nomen oder Adjektiv, als Subjektergänzung oder von einem Adverb. Zum Beispiel: Er ist ein Feind. Sie ist glücklich. Es ist golden. Es ist aus Gold. Es ist hier. Es ist nachts. Absatz 4.3. Formeln für Prädikate der Stufe 1. Da ein Nahuatl-Prädikat aus starr aufeinander folgenden Bestandteilen besteht, aus Affixen, die um einen Wortstamm herum angebracht sind, kann ihre Struktur einfach und bequem in einer Form dargestellt werden. Im Umgang mit Formen muss man zwei Dinge wissen. Erstens, was die Positionen oder Stellplätze in Bezug auf Information Kategorien wie Person, Numerus, Zeitform darstellen.
Und zweitens, welche morphemischen oder morphischen Füllelemente die Positionen einnehmen können. Die allgemeinste Aussage einer Prädikatform wird ausgedrückt, linear, als Subjekt plus Prädikat. Oder diagrammatisch, als der Bruch. Subjekt. Geteilt durch. Prädikat. Absatz 4.4. Formen für Prädikate, der Stufe 2. Sowohl verbale als auch nominale Prädikate stimmen darin überein, dass die Subjektfunktion ihre teilhabenden Informationskategorien, Person und Numerus, in einen Zirkumfix aufteilt. Das heißt, Person, erste, zweite, dritte, wird dargestellt durch ein Präfix und der Numerus, Singular, Plural, durch ein Suffix. Dies bedeutet, dass das Subjekt Personalpronomen im Nahuatl ein diskontinuierlicher Bestandteil ist, der formmäßig wie folgt dargestellt wird. Doppelkreuz Schriftzeichen, Person, plus, Bedeutung, plus, Numerus, Doppelkreuz Schriftzeichen. Doppelkreuz Schriftzeichen, ist gleich. Die vorderen und hinteren Grenzen des Prädikat. Plus, ist gleich. Die Grenze zwischen zwei Positionen. Bedeutung, ist gleich. Nicht-Subjekt-Bestandteile. Die Formen eines verbalen Prädikats und eines nominalen Prädikats unterscheiden sich nur darin, wie sie die Prädikatfunktion der allgemeinen Form entwickeln. In einem nominalen Prädikat besteht das Prädikat aus einer Zustandposition und aus einer Wortstammposition. Der Zustand hat zu tun mit der Abwesenheit oder der Anwesenheit eines Besitzers im Prädikat. Zum Beispiel: Bedeutung ist ein Hund. Hat keinen Besitzer und befindet sich im absoluten Zustand. Bedeutung ist mein Hund. Hat einen Besitzer und ist im possessiv, besitzeranzeigenden Zustand. In einer linearen Form lautet daher die Form des nominalen Prädikats. Doppelkreuz Schriftzeichen, Person, plus, Zustand, Wortstamm, Numerus, Doppelkreuz Schriftzeichen. Klammern ersetzen die, plus, Symbole, an den vorderen und hinteren Begrenzungen des Wortstamms, da seine Abmessungen eindeutig angegeben werden müssen. In einer Diagrammstruktur liest sich die Form. Doppelkreuz Schriftzeichen, Person. Plus, Bedeutung, Numerus. Ist gleich, Subjekt. Plus, Zustand, Wortstamm. Ist gleich, Prädikat. In einem verbalen Prädikat ist das Prädikat komplizierter als in einem nominalen Prädikat, da ein Bestandteil vorhanden ist, der den Tempus, Zeitform, angibt. Das verbale Prädikat besteht aus einer Valenzposition, aus einer Wortstammposition und aus einer Tempusposition. Valenz ist gleich die Fähigkeit eines Wortes, ein anderes Wort semantisch-syntaktisch an sich zu binden, besonders die Fähigkeit eines Verbs, zur Bildung eines vollständigen Satzes, eine gewisse Zahl von Ergänzungen, zum Beispiel, ein Subjekt und ein Objekt, zu fordern. Valenz hat zu tun mit der Abwesenheit oder dem Vorhandensein eines Objekts im Prädikat. Zum Beispiel, Bedeutung lacht. Hat kein Objekt und ist ein Beispiel für intransitive Valenz. Bedeutung sieht mich. Hat ein Objekt und ist ein Beispiel für transitive Valenz. Die Valenzpositionen und die Wortstammpositionen arbeiten zusammen, um den Kern des Prädikats zu bilden. Die Formel in einer linearen Form lautet: Doppelkreuz Schriftzeichen, Person, plus, Valenz, Wortstamm, Tempus, plus, Numerus, Doppelkreuz Schriftzeichen. In einer Diagrammstruktur liest sich die Form.
Doppelkreuz Schriftzeichen, Person, plus, Bedeutung, plus, Numerus, Doppelkreuz Schriftzeichen. Ist gleich, Subjekt. Plus, Valenz, Wortstamm. Ist gleich, Kern des Prädikat. Tempus, plus. Ist gleich, Tempus des Prädikat. Hinweis. Der Vorteil der Diagrammstruktur gegenüber der linearen Struktur, sowohl für die Formen des nominalen Prädikats als auch für die des verbalen Prädikats, besteht darin, dass es auf die inneren Zusammenhänge der Bestandteile in der Form aufmerksam macht. Dies ist ein Bewusstsein, das man pflegen muss, um mit Navatl erfolgreich umgehen zu können. Die Diagrammstruktur macht auch deutlicher, dass die Prädikate eine hierarchische Struktur haben, wobei der Wortstamm immer als Grundlage dient. Ein nominales Prädikat besteht aus drei Schichten oder Ebenen der Organisation. Erstens, Nomenwortstamm. Zweitens, Nomenkern ist gleich Prädikat ist gleich Zustand plus Wortstamm. Drittens, nominales Prädikat ist gleich Subjekt plus Prädikat. Ein verbales Prädikat hat vier Organisationsebenen. Erstens, Verbwortstamm. Zweitens, Verbkern ist gleich Valenz plus Wortstamm. Drittens, Prädikat ist gleich Verbkern plus Tempus. Viertens, verbales Prädikat ist gleich Subjekt plus Prädikat. Absatz 4.5. Formen für Prädikate der Stufe 3. Obwohl die in Stufe 2 entwickelten Formen zwar die erforderlichen Positionen bereitgestellt haben, sind diese jedoch immer noch nicht detailliert genug, um die morphemischen Unterschiede zu berücksichtigen, welche in nominalen Prädikaten und verbalen Prädikaten ausgedrückt werden. Das Problem liegt darin, dass die Positionen Person und Numerus immer Zweiteiler sind. Das heißt, diese bestehen aus jeweils zwei Unterpositionen. Die Tempusposition ist immer ein Nicht-Zweiteiler, das heißt, diese besteht ausschließlich aus der Position allein. Die Positionen Zustand und Valenz sind entweder Zweiteiler, Einteiler oder einfach offen, leerstehend. Und die Wortstammposition ist entweder monadisch, unteilbar oder polyadisch, addierend. Das heißt, diese kann aus einer beliebigen Anzahl von Unterpositionen bestehen. Das Problem des Wortstammes wird behandelt in Lektion 7 für verbale Prädikate und in Lektion 14 für nominale Prädikate. Um diese Komplexität innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu bewältigen, werden die Positionen außerhalb des Wortstammes durch Abkürzungen gekennzeichnet. P, E, R, S ist gleich Person. N, U, M ist gleich Numerus. T, N, S ist gleich Tempus. V, A ist gleich Valenz. S, T ist gleich Zustand. Unterpositionen werden gekennzeichnet durch einen hochgestellten Index 1 oder 2. Eine Grenze zwischen den Unterpositionen wird angegeben durch einen Bindestrich. Es gibt drei Versionen der verbale Prädikatformen und drei der nominale Prädikatformen, je nachdem, was in den Positionen Valenz und Zustand passiert. Wenn Valenz und Zustand nur implizit, indirekt vorhanden sind, sollten diese streng genommen in den Formen durch eine Position dargestellt werden, die von einem stumm, lautlos anwesenden Morphem gefüllt wird.
aber diese Behandlung erfordert komplizierte Darstellungen in späteren Ableitungsprozessen. Für eine solche Einführungsarbeit wie diese ist es einfacher zuzulassen, dass ihre Valenz durch die Abwesenheit ihrer Positionen symbolisiert wird. Formen für verbale Prädikate. Erstens. Doppelkreuz-Schriftzeichen, Person 1 oder Person 2 plus Valenz 1 oder Valenz 2, Wortstamm, Tempus plus Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuz-Schriftzeichen. Valenz ist zwei Teile. Zweitens. Doppelkreuz-Schriftzeichen, Person 1 oder Person 2 plus Valenz, Wortstamm, Tempus plus Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuz-Schriftzeichen. Valenz ist ein Teiler. Drittens. Doppelkreuz-Schriftzeichen, Person 1 oder Person 2, Wortstamm, Tempus plus Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuz-Schriftzeichen. Valenz ist offen. Formen für nominale Prädikate. Erstens. Doppelkreuz-Schriftzeichen, Person 1 oder Person 2 plus Zustand 1 oder Zustand 2, Wortstamm, Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuz-Schriftzeichen. Zustand ist zwei Teile. Zweitens. Doppelkreuz-Schriftzeichen, Person 1 oder Person 2 plus Zustand, Wortstamm, Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuz-Schriftzeichen. Zustand ist ein Teiler. Drittens. Doppelkreuz-Schriftzeichen, Person 1 oder Person 2, Wortstamm, Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuz-Schriftzeichen. Zustand ist offen. Diese sechs Formen werden im weiteren Verlauf dieses Textes verwendet. Die Diagrammversionen werden später erläutert. Die Erklärung der verbale Prädikatformen ist in den Lektionen 5 bis 11 enthalten, die Erklärung der nominale Prädikatformen in den Lektionen 12 bis 16. Absatz 4.6. Die Personalpronomen. Wie aus den Ausführungen in Absatz 4.1 und Absatz 4.4 hervorgeht, unterscheiden sich die Personalpronomen im Nahuatl deutlich von denen im Englischen. Es gibt zwar nominale Prädikate, die als englische Personalpronomen übersetzt werden können, siehe Absatz 16.3. Aber es ist offensichtlich, dass es sich hierbei tatsächlich um vollständige Satzteile handelt und nicht nur um Satzbruchteile. Diese sind Wörter wie ich, mich, er, ihn und so weiter im Englischen. Die wahren Personalpronomen im Nahuatl sind immer Affixe und kommen nur vor in den Positionen, die in den Prädikatformen in Absatz 4.5 festgelegt sind. Sie bestehen immer aus mehr als einem Morphem und dienen immer als Ort für mindestens 5 Informationskategorien. Person. Belebtheitshierarchie, Animiertheit. Menschenartigkeit, Humanoidität. Numerus. Und Fall, Kasus. Geschlechtunterschiede, das heißt, geschlechtsspezifische Unterschiede, fehlen bei Nahuatl-Pronomen völlig. Infolgedessen muss man bei der Übersetzung eines dritte Person Singular-Pronomen ins Englische wählen zwischen männlich, weiblich und neutral, wie es der Kontext erfordert. Die Kategorie der Person hat drei Merkmale. Erste ist gleich der Sprecher. Zweite ist gleich der Adressat. Dritte ist gleich der andere. Die Kategorie
Beliebtheitshierarchie hat zwei Merkmale. Animiert, lebendig, rege und nicht animiert, unbeseelt, unbelebt. Animiert bezieht sich auf animierte Wesen. Die Nahuatl-Kultur klassifiziert als animiert gewisse Wesen, zum Beispiel Hügel, Himmel, Stern, die wir als nicht animiert einstufen. Nicht animiert bezieht sich auf nicht animierte Wesen. Weitere Informationen zur Kategorie Beliebtheitshierarchie sind zu finden in Absatz 12.6. Die Kategorie der Menschenartigkeit ist eine Unterkategorie der Beliebtheitshierarchie. Diese hat zwei Merkmale: menschlich und unmenschlich. Während der Mensch immer animiert bedeutet, kann der Nicht-Mensch entweder animiert oder nicht animiert sein. Der Mensch ist von Natur aus angeboren, vorhanden, in der ersten und zweiten Person. Die dritte Person ist zweideutig, sie ist entweder menschlich oder nicht menschlich. Die Mehrdeutigkeit wird durch den Kontext aufgelöst. Die Kategorie des Numerus hat zwei Merkmale, die durch Beliebtheitshierarchie definiert sind. Der animierte Numerus unterscheidet Singular ist gleich 1 von Plural ist gleich mehr als 1. Der nicht animierte Numerus hat nur ein gemeinsames Merkmal, ist gleich ein oder mehrere willkürlich. Die erste und die zweite Person und alle Pluralpronomen zeigen einen animierten Numerus. Ein Singularpronomen der dritten Person ist mehrdeutig und erlaubt entweder eine animierte oder nicht animierte Referenz, Bezug. Ein Pronomen für einen allgemeinen Numerus, dritte Person, hat genau die gleiche Form wie eines mit Singularnumerus. Personalpronomen mit allgemeinem Numerus müssen, entsprechend den Anforderungen des Kontextes, als Singular oder Plural ins Englische übersetzt werden. Die Kategorie Fall, Kasus, identifiziert die syntaktische Funktion des Personalpronomen und hat drei Merkmale. Nominativ ist gleich Subjektfunktion. Objektiv ist gleich Verbobjektfunktion. Und possessiv, Besitzer anzeigend, ist gleich Besitzerfunktion. Die Pronomen des Nominativfall kommen vor, sowohl in verbalen Prädikaten, als auch in nominalen Prädikaten. Die Pronomen des Objektivfall kommen nur vor, im Prädikat der verbalen Prädikate. Die Pronomen des Possessiv, Besitzer anzeigenden, Fall, kommen nur vor, im Prädikat der nominalen Prädikate. Die Unterscheidung der Fälle beschränkt sich im Nahuatl auf die Personalpronomen-Affixe. Die Personalpronomen im Nahuatl unterscheiden sich von denen im Englischen nicht nur darin, dass diese in der Form ausschließlich Affixe sind, sondern auch darin, dass sie die einzigen hinweisenden Elemente in der Sprache sind. Sie ähneln jedoch denen im Englischen, da ihre Referenz, Bezugnahme, variabel, veränderlich ist und sich in Übereinstimmung mit jeder Wendung verschiebt, bei einer angegebenen Konversation-Transaktion. Dies bedeutet, dass im Nahuatl die Personalpronomen, wie die in allen Sprachen, deizisch, hinweisend und oder anaphorisch, bezugnehmend oder kataphorisch, nachfolgendes ankündigend, sind. Deixis, hinweisende Funktion von Wörtern, weist außerhalb eines Sprachabschnitts auf die Situation hin, in der diese verwendet wird. Die Sprecherrolle, gekennzeichnet durch ein Erste-Person-Pronomen, dient als deiktisches, hinweisendes Zentrum, von dem aus Beziehungen im Kommunikationsbereich aufgebaut werden. Die Empfängerrolle, das Pronomen der zweiten Person, wird automatisch als Gegenstück identifiziert. Aber ein Pronomen der dritten Person
muss von einer tatsächlichen oder virtuellen Hinzeigengeste begleitet werden, um sein beabsichtigtes Wesen zu identifizieren. Anaphora, Rückbeziehung, und Kataphora, Hinbeziehung, verweisen innerhalb der Sprache auf den Kontext, in dem ein Personalpronomen verwendet wird. Anaphora legt die Bedeutung eines Personalpronomen der dritten Person fest, indem es sich bezieht auf ein zuvor identifiziertes Element, auf seinen Vorgänger. Zum Beispiel, wenn Jim geblieben wäre, hätte er helfen können. Kataphora tut das Gleiche, indem es sich auf ein später identifiziertes Element bezieht. Zum Beispiel, wenn er geblieben wäre, hätte Jim helfen können. Während der Xis und Anaphora, Kataphora, für Personalpronomen unerlässlich sind, werden sie auch anderswo, an anderer Stelle, benötigt. Der Xis ist beteiligt an Demonstrationen, wenn diese von tatsächlichem oder virtuellem Hinzeigen begleitet werden. Zum Beispiel dies, das an gewissen zeitlichen Adverbien. Zum Beispiel jetzt, morgen an gewissen Tempora, Zeitformen in Verben. Zum Beispiel ich bin, ich war und an gewissen ortbezogenen Adverbien. Zum Beispiel hier, dort. Anaphora oder Kataphora wird ins Spiel gebracht durch gewisse beanspruchende Satzteile. Zum Beispiel der frühere, der letztere. Durch gewisse zeitliche Satzteile. Zum Beispiel am nächsten Tag. Und durch gewisse ortbezogene Satzteile. Zum Beispiel am anderen Ort, an der anderen Stelle. Übung 4. Prädikate. 4a. Diagrammformen. Schreibe aus dem Gedächtnis um die in Absatz 4.5 dargestellte lineare Struktur der verbales Prädikatform 1 und die der nominales Prädikatform 3 in eine Diagrammform. Erstens. Verbales Prädikat der Form 1. Doppelkreuz Schriftzeichen, Person 1 oder Person 2 plus Bedeutung plus Numerus 1 oder Numerus 2 Doppelkreuz Schriftzeichen ist gleich Subjekt plus Valenz 1 oder Valenz 2 Wortstamm ist gleich Kern des Prädikat. Tempus ist gleich Tempus des Prädikat. Zweitens. Nominales Prädikat der Form 3. Doppelkreuz Schriftzeichen, Person 1 oder Person 2, Bedeutung Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuz Schriftzeichen ist gleich Subjekt. Wortstamm ist gleich Prädikat. 4b. Merkmale der Kategorien. Benenne die Merkmale, die zu den folgenden grammatikalischen Kategorien gehören. 1. Person ist gleich erste, zweite, dritte, das heißt Sprecher, Adressat, der andere. 2. Belebtheitshierarchie, Animiertheit, ist gleich animiert, nicht animiert. 3. Menschenartigkeit, ist gleich menschlich, nicht menschlich. 4. Numerus, ist gleich Singular, Plural, Verallgemeinerung. 5. Fall, Kasus, ist gleich Nominativ, Objektiv, Possessiv, Besitzer anzeigend. 4c. Bedingungen. Definiere die folgenden Begriffe. 1.
der Xs ist gleich. Eine Identifizierung einer Erwähnung innerhalb der Sprache, indem auf eine Person, Sache, Zeit, Ort und so weiter außerhalb der nichtlinguistischen Realität verwiesen wird oder anderweitig hingezeigt wird. Zum Beispiel: Ich verweist auf den Sprecher oder Autor. 2. Anaphora ist gleich. Ein Verweis auf eine vorhergehende Identifizierung in einem Text, mündlich oder schriftlich, um eine spätere nicht identifizierte Erwähnung zu verdeutlichen oder zu erklären. Zum Beispiel: Ich sagte Maria, dass sie es tun sollte. 3. Kataphora ist gleich. Ein Verweis auf eine spätere Identifizierung in einem Text, um eine vorherige, nicht identifizierte Erwähnung zu verdeutlichen oder zu erklären. Zum Beispiel: Ich habe es ihm 100-mal erzählt, aber, wie du weißt, hört Bill nie zu.